Ja, noch ein Quick-Video, Thema, ja, Bewusstseinswandel in den USA, Fragezeichen. Also mir geht es jetzt überhaupt nicht um Politik. Interessiert mich ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen meine Hoffnung verloren in Politik, aber das ist was anderes. Kann es auch letztlich nicht beurteilen. Ich finde, ich würde die, glaube ich, beide nicht sehr attraktiv finden zu wählen da in den USA, bin ich mir ziemlich sicher. Aber gut, das ist eine andere Kultur. Aber ja gut, dass Trump einfach irre viel lügt, kann man glaube ich so sagen. So. Irgendwie, zumindest wie, ja, kommt das ganz stark so rüber. Und ja, und das ist ja häufig bei, finde ich, also finde auch Mo Trump einen sehr mobbenden Menschen, ne? Der wird immer mobbt, 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 Leute so wegmobbt und wenn sie, weiß nicht, dann werden sie halt gefeuert und dies und das macht er jetzt wieder, aber das ist halt häufig so, in die, wenn man in diesen Energien sich befindet, so, ne? Ich will das jetzt auch gar nicht werten, aber diese Energie zum Beispiel, wenn man sich in so einer Energie befindet, dann überreißt man es halt häufig, ne? Man überreißt halt häufig sein Blatt, wenn man denkt, man kommt mit allem durch, ne? Man ist mit so viel durchgekommen, man hat sich schon so oft durchgekommen mit irgendwelchen Lügen und was weiß ich, aber irgendwann wendet sich halt das Blatt und ich habe das Gefühl, das wendet sich immer schneller so, ne? Und das finde ich gut und da finde ich fast gut, dass sich Trump dafür zur Verfügung stellt, sage ich mal, das zu tun, weil ja, man einfach sieht, jetzt ist ja wieder mit dieser Wahl, ist ja wieder, ja. Es stimmt alles gar nicht und die haben es alles Betrug und stellt sie vor Gericht und ja, weiß ich nicht. Wir haben ja gar nicht 50 Staaten, wir haben 75 Staaten und die 25 haben alle für mich gestimmt und ja, ich übertreibe jetzt. Aber sieht man ja jetzt, dass da irgendwann ist das Blatt halt ausgereizt, ne? Und da setzen sich ja jetzt selbst die Medien setzen sich ab, sein Lieblingssender setzt sich ab. Schon Parteifreunde setzen nicht ab und es geht jetzt gar nicht so um gegen Trump oder so, sondern einfach zu sehen, ja, also die, man, diese beiden Lager, die müssen zusammenkommen irgendwie, ne? Und das ist für mich, also ich fand das richtig cool heute Morgen, wenn ich das gehört habe, weil ich dachte, ja, diese, jetzt müssen die endlich mal aufeinander zugehen. Habe ich ja auch schon auf meinem anderen Kanal gesagt, immer mal, wie kommen wir mehr in die Einheit, wie kommen wir mehr zusammen? Und finde ich gut. Also habe ich gedacht, ja, vielleicht hört es ja doch noch besser auf, als es angefangen hat oder als es jetzt zuletzt war. Und vielleicht kommen doch noch mal versöhnliche Töne, dass man sagt, nee, wir wollen nicht mehr diese Spaltung haben. Wir wollen nicht mehr diese verdammte Spaltung haben. Ne? Wir wollen jetzt zusammengehen. Wir wollen eine höhere Schwingung. Wir wollen nicht mehr diesen ganzen Kampf. Und ja, finde ich spannend, finde ich cool. Und ist jetzt natürlich, müssen wir gar nicht über den Teich gucken, können wir hier, könnte man es hier genauso analysieren anhand anderer Themen, aber das vielleicht ein andermal. Und genau, und bis demnächst.